Servus Kameraden, willkommen zurück zu WT Replays. Ich bin Kölle, die Replay Challenge Kalenderwoche 12 ist im Gang. Wir sind unterwegs mit Polakosaurus PL vom Clan Fürst im Scorpion G. TD der Deutschen Stufe 8 in einem Stufe 10 Gefecht. Das passiert euch leider sehr oft, wenn ihr dieses Teil hier fahrt. Habt eine 128 mm Kanone drauf mit standardmäßig 246 Durchschlag, 490 Schaden pro Schuss. Auf Premium-Munition 311 Durchschlag und mit HE gibt es 630 Schaden pro Schüsschen. Meine Empfehlung für das Gerät, auch wenn ihr in einem 10er-Gefecht seid, die erste Mumpe sollte nach Möglichkeit HE sein. Muss man nicht unbedingt machen, ich mache das gern, denn der erste ist fast immer ein Scout, den man trifft, und den mit HE ein bisschen zu kitzeln macht am meisten Spaß. Vielleicht hast du kurz Zeit reinzuschreiben, was du da drin verbaut hast. Ich gehe mal von einem Ansetzer aus und von einem Waffenrichtantrieb und von einem Tarnnetz da. Kann natürlich auch sein, dass ich das ein bisschen falsch sehe. Bitte kurz dazu schreiben. Oh, da wird schon aufgemacht. Fleißig, fleißig. Die erste Schelle direkt am Konvoi mit 402 Schaden. Premium-Munition wäre da unnötig gewesen. Brauchst du nicht unbedingt. Kannst mit normaler Munition theoretisch weiterschießen. Ja. Ist einer der beliebtesten TDs und gleichzeitig einer der speziellsten. Weil normalerweise hat man beim TD entweder man hat einen Turm, dementsprechend die Beweglichkeit und den Tarnwert, oder man hat keinen Turm, dann hat man normalerweise ein bisschen die eingeschränkte Beweglichkeit, hat aber frontal eine gute Panzerung, da kommt keiner so leicht durch. Bei dem ist es so, der hat einen katastrophalen Tarnwert. Wenn er schießt, ist er fast sofort offen. Das sieht man von anderen Enden der Karte. Nicht so schön. Weiterer Nachteil bei dem Teil. Der hat überhaupt keine Panzerung. Wie Pappe. Ist nicht unbedingt mein Spielstil. Ich mag den nicht besonders. Ich glaube, ich habe auch als beste Bewertung, glaube ich, ein 1 auf dem. Ein Master. Ja. Dafür müsste ich den öfter spielen, dafür müsste er mehr Spaß machen. Keine Chance. Keine Chance. Es steht 2:0, schon sind wir offen. Im Gegnerteam haben wir zwei Artilleries. Das einzige Licht ist bereits ausgeschalten. Ein paar. Was heißt ein paar? Vier TDs. Vier Heavys. Ah, kriegst du nichts drauf. Kein Schuss auf den Udes. Schwere Kanonen. Der FV 4005 kann uns one-shotten. Also vor dem müssen wir aufpassen. Der hat eine 183 mm Kanone. Mit über 1100 Schaden. Der klopft uns ganz locker. Ganz locker hier raus. Brauchen wir noch nicht mal E-Laden. Reicht noch alle Munition auch. Deswegen vorsichtig sein. Oh, schau, 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 schau. Type 4 schwer. Guck, guck. 475er Schelle. Wir sind bei 1420 Schaden. Bei einer WN8 von 930. 933, genau. Ja. Läuft alles zu unserem Gunsten. Steht 3:1. Und wir stürmen da direkt durch die Mitte. Kann man machen, weil die 8er, 9er, 0er Linie komplett in unserer Hand ist. Kann man auf der Seite anfahren. Der hat sich schon zurückgezogen. Gibt keinen exakten Schuss auf den Type 4. Wir sind immer noch auf Premium-Munition unterwegs. Da ist der Type. Kriegen wir einen Schuss drauf. Von der Kanone muss ich ebenfalls in Acht nehmen. Jawohl, sehr schön. Gut geschossen. Da haben wir ein IS-7 Full Life und die Arti versucht zu flüchten. Also etwas aggressiveres Stil, der hier von Polakosaurus gefahren wird, gepflegt wird. Ah! Premium-Munition verschossen, noch dazu an der Artillerie. Da darf man sich bitte mal ärgern. Ein bisschen höher. Ja, gibt es keinen Schuss drauf. T62A ist da durchgestochen. Auf der anderen Seite. Auf C2, C3.
Aber steht 7 zu 2, das dürfte der Gegner nicht überleben. Normalerweise ist das ein ganz lockerer Sieg. So. Abgeschossen. Mit Premium-Munition kommen wir da ganz locker durch, auch durch diese untere Wanne. Einer, der letzte Schuss Premium ist da. Dann wird es ein bisschen schwierig. Durch den Turm, durch den Turm, durch den Turm. Ah! Da kannst du ruhig versuchen, durch den Turm zu schießen. Von hinten ist das kein Problem, von frontal wird es schwierig. Auch mit Premium-Munition hast du frontal Riesenproblem beim IS-7. Aber wenn der so nach hinten schaut, bitte, wenn du das Muni-Lager rausholst, das gibt extra Punkte. Jawohl, wird aggressiv weiter nach vorne gefahren. Speerspitze, dafür ist er eigentlich nicht gedacht. Und auch nicht unbedingt geeignet. Er muss genau zielen, ganz genau. Oben Tor, schade. Schade, schade. ISM, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, genau. 543er Schelle. Wir sind bei 3431 Schaden. Wir haben 2647 W8. Minimal was gespottet, natürlich nichts abgewehrt. Wir haben noch keinen einzigen Schuss kassiert. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat noch nicht mal einer in unsere Richtung geschossen. Vorsicht, der FV, der plättet dich mit einem Schuss. Das würde ich mir nicht antun. Das wir gleich sehen. Abgeschossen. Jawohl, sehr schön. Kill Nummer 1. Weiß nicht, ob du von den anderen noch viel abbekommst. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Die stehen da hinten rum und das wird die Tortoise und der Revolutionär eher machen, als dass du da noch irgendwie einen Schuss drauf bekommst. T62A ist noch offen. Ist noch übrig. Und ein T69. Und das eigene Team mit der Artillerie am Campen. Sehr geil. Super geil. Ich glaube, da muss irgendeine Mission machen. Mit der anderen Riemcap. Rechts ist der T62. Tatsächlich kriegst du da noch einen Schuss drauf. Ne, da ging er neben. Zu wenig Geduld. Don't cap. Das. Ja, das kannst du dir nicht verbieten. Oder was heißt verbieten? Das lassen sich die Leute nicht gern verbieten. Aber es zieht den T62A zumindest in Richtung Cap zurück. In 35 Sekunden wäre alles vorbei. Vorsicht. Der T69 müsste hier irgendwo noch sein. Ja, mit dem Cap hat sich eh gleich erledigt. Dafür wird der DDR-Panzer schon sorgen. Abgeprallt. Na, nicht getroffen. Oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt brauchst du Hilfe. T34-2 auf dem Weg zu dir. Das tut weh. Sehr schön. 460er Schelle. Auf Wiedersehen, T62A. So. Wir sind bei 4535 Schaden. Das war's auch schon. Zwei Kills. 5186 W8. Da sieht man schön den Einschlag. Schauen wir uns mal die Auswertung an. Was gibt's dafür? Natürlich ein M, war ja klar. Sehr schön. Heike Leber gibt's. Hallonsmedaille. Sehr schön. 118.000 nehmen wir ein. Auch nicht schlecht. 4282 XP mit allem Drum und Dran. Hier ein bisschen was Gedöns drumherum. Und ein Master. Also man hat gesehen, man kann das Ding auch ein bisschen aggressiver spielen. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn man im richtigen Team unterwegs ist und ein bisschen Deckung bekommt. Detailed Report, 69.000 gehen wir am Ende ja, aufs Konto von 43.000, die wir allein durchs Rohr gejagt haben. Ein bisschen viel Premium-Munition. Hätte da hier und da der ein oder andere Schuss nicht sein müssen. Aber ist okay, ist ein Premium-Fahrzeug, kann man ruhig schießen. Macht nichts. Ohne Premium wären es bloß 30.000 gewesen. Also es ist schon ein riesengroßer Unterschied, ob man mit oder ohne fährt. 13 Schüsse abgefeuert, 9 haben getroffen, 9 haben zerschlagen, 4535 Schaden insgesamt gemacht, über 300 Meter, 1420, sehr gut, und 3,3 Kilometer sind wir gefahren. Also beweglich ist das Teil, ich werde mich trotzdem nie mit dem Ding anfreunden, ist nicht mein Panzer, ist einfach so.
So Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr wollt, dass der liebe Polarkosaurus PL die Replay Challenge gewinnt, dann fleißig draufklicken, ein Like fürs Video da lassen, ein Abo für meinen Kanal und ich würde mich darüber freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.